Dr. Peter Tauber für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man das grundsolide Zahlenwerk des Bundeshaushalts 2015 in den Blick nimmt, dann kann man es machen wie der Kollege Kindler. Man verliert sich im Klein-Klein. Oder aber man kann zunächst mal einen Schritt zurück machen. Und in der Tat muss man mit großen Worten immer vorsichtig sein. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht und auf diesen Haushaltsentwurf schaut, dann ist der Begriff historisch angebracht. Und ich will Ihnen sagen, warum. Ich bin vor kurzem 40 geworden, und als Kind dieser Republik habe ich das nicht erlebt, dass die im Bundestag verantwortlichen Parteien, die Bundesregierung es geschafft haben, einen Haushalt vorzulegen, der auf neue Schulden verzichtet hat. In über 40 Jahren ist das nicht gelungen. Und es hat gar nichts mit parteipolitischen Vorwürfen in die eine oder andere Richtung zu tun. Alle tun sich gut daran, sich an die eigene Nase zu fassen. Und zu den Kollegen von den Grünen komme ich an entsprechender Stelle nochmal. Deswegen ist es etwas Historisches, dass wir das schaffen im Jahr 2015. Denen, die künftig entscheiden, Spielräume zu eröffnen, und denen, die durch ihre Arbeit und ihre Steuern das Gemeinwesen finanzieren, nicht noch zusätzliche Lasten aufzubürden. Erstmals seit 1969 steht die schwarze Null im Bundeshaushalt, und das ist eine große Leistung, und die darf man zunächst mal gemeinsam wertschätzen. Auch das hat nichts mit parteipolitischen Bewertungen zu tun. Ich kann und will aber nicht verhehlen, dass wir als Christdemokraten stolz darauf sind, dass mit Wolfgang Schäuble als Bundesfinanzminister und Angela Merkel als Bundeskanzlerin wir daran einen maßgeblichen Anteil haben, weil zur Wahrheit auch gehört, dass eben in der Vergangenheit es nicht gelungen ist, diesen Kurswechsel herbeizuführen. Auch da mag der eine oder andere hier im Hause sich an die eigene Nase fassen. Und gerade mit Blick auf die Kolleginnen von Bündnis 90 Die Grünen muss man sagen, sie haben auf ihrer Homepage geschrieben, ich darf das zitieren, der Haushalt 2015 ist geprägt von der Mut- und Ideenlosigkeit der Bundesregierung. Ich will Ihnen sagen, und das mag Sie nicht verwundern, dass ich zu einer völlig anderen Interpretation komme. Dieser Bundeshaushalt ist im besten Sinne des Wortes, ein konservativer Haushalt. Denn er kennzeichnet sich durch einen maßgeblichen Wert aus, durch Disziplin, durch Ausgabendisziplin. Wir haben nämlich eins getan, auch in dieser Großen Koalition. Wir haben darauf verzichtet, bei ständig steigenden Steuereinnahmen auch ständig mehr Geld auszugeben. Das ist gar nichts Besonderes für sich genommen, aber es ist diesmal gelungen. Und anderen, die jetzt auch hier laute Reden führen, ist es nicht gelungen, als sie Verantwortung hatten. Und deswegen mahne ich da auch immer ein bisschen zur Zurückhaltung. Wir können das nämlich noch mal uns anschauen. Wie war das denn, als die Grünen Verantwortung für einen Bundeshaushalt hatten? Das ist ja Gott sei Dank schon eine Weile her. Das war im Jahr 2005. Da haben Sie in Verantwortung einen Bundeshaushalt verabschiedet, der eine Neuverschuldung von sage und schreibe 31,4 Milliarden Euro vorgesehen hat. Und man darf daran erinnern, 2005, da war noch nicht die Rede von Eurokrise. Da war noch nicht die Rede von Finanz- und Wirtschaftskrise. Sondern Sie haben es einfach so für sich genommen geschafft, diesen Schuldenbatzen noch auf den bereits existierenden Schuldenberg oben drauf zu packen. Wenn man das umrechnet in 10-Euro-Noten, damit Sie vielleicht es schaffen, das noch mal zu visualisieren, für sich selbst wenigstens, was Sie damals gemacht haben, dann haben diese 10-Euro-Noten ein Gewicht von 2.260 Tonnen. Und wenn man sie aufeinander stapelt, dann hat dieser Stapel von 10-Euro-Noten eine Höhe von 314 Kilometer. Das ist das, was Sie damals ohne einen erkennbaren, nennenswerten Grund an neuen Schulden in dem letzten Jahr Ihrer Regierungsverantwortung mit auf den Weg gebracht haben. Und deswegen wäre ich auch an der Stelle ein bisschen leise, wenn es darum geht, diese Leistung, dass wir auf neue Schulden verzichten, jetzt hier kleinzureden.
Also für Sie galt damals, Andrea Nahles singt ja hier immer ganz gerne, ich verkneife mir das, weil ich ähnlich gut singe wie Sie. Sie hätten damals gesungen, das war so Ihr Motto, wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, wir verzichten auf das Singen, wir machen dafür lieber eine grundsolide Haushaltspolitik. Und wozu führt das, dass wir jetzt auf neue Schulden verzichten? Das zeigt zum einen, dass wir in Europa ein verlässlicher Partner sind, dass wir ein Ort sind, ein Land sind, wo man investieren kann, weil die öffentliche Hand selbst auf ihre Ausgabenpolitik achtet. Und deswegen sind wir in Europa eben auch an der Stelle, wo wir derzeit stehen. Und das ist hart erarbeitet worden. Das muss man verteidigen und bewahren. Und das führt wiederum dazu, dass andere in unserem Land investieren. Und, das ist ja das zweite Signal, obwohl wir keine neuen Schulden aufnehmen, investieren wir selbst. Auch das ist etwas, was Ihnen vielleicht nicht in jedem Punkt gefällt. Die Investitionen in Bildung und Forschung waren noch nie so hoch wie jetzt. Und wir schaffen das ohne neue Schulden. Das sind echte Investitionen in die Zukunft. Die CDU hat in ihrem Grundsatzprogramm bereits 2007 beschlossen, dass wir ein Neuverschuldungsverbot einführen wollen. Keine zwei Jahre später haben wir diese Forderung im Grundgesetz verankert. Und sie greift jetzt. Das ist eine echte politische Leistung und das ist die Grundlage für all das, was wir künftig erreichen wollen. Sie haben recht, an der Stelle sind wir nicht weit auseinander. Sparen ist kein Selbstzweck, sondern darauf zu verzichten, neue Schulden zu machen, macht nur dann Sinn, wenn man Spielräume nutzt für Investitionen in die Zukunft und gerade für Investitionen in Bildung und Forschung, so wie wir das jetzt aktuell auch tun. Und es macht deswegen Sinn, weil dadurch Vertrauen wächst in die wirtschaftliche Stabilität und in die Zukunftschancen. Volker Kauder hat es ebenfalls gesagt, und das gilt für die Union als tragende Säule dieser Koalition, wir müssen darauf achten, und Manfred Rommel hat es einmal so formuliert, dass es mehr um die Bestellung der Felder geht als um die Verteilung der Ernte, damit wir künftig Spielräume haben. Deswegen investieren wir. Deswegen fragen wir uns, was wir tun müssen, um unsere Infrastruktur auf Dauer zu sichern und aufrechtzuerhalten. Na doch, dieser Haushalt ist eine Antwort darauf, Herr Kindler. Deswegen habe ich Ihnen ja gerade mal einen Schritt zurückzugehen, das Ganze in den Blick zu nehmen und sich nicht im Klein-Klein zu verlieren. Dass Ihnen das nicht gefällt, weil wir die Probleme lösen, das mag ich ja verstehen. Aber auch da gilt für Sie, der Erfolg der Pädagogik liegt in der Wiederholung. Ich erkläre es Ihnen gerne auch noch mal fernab der Rede. Nachher hinten können wir uns gerne noch mal zusammensetzen. Es geht also bei diesem Haushalt nicht um blindes Sparen. Es geht um verantwortungsvolle Haushaltspolitik und auch um vorausschauendes Investieren. Und ich sage Ihnen auch als Generalsekretär der CDU ganz ehrlich, natürlich macht mich das ein Stück weit stolz, dass wir das ohne neue Schulden schaffen. Dafür danke ich Wolfgang Schäuble, den Mitgliedern der Bundesregierung, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die mit spitzer Feder dazu beitragen. Dieser Haushalt, ich habe es eingangs gesagt und dabei bleibe ich, wird in die Geschichte eingehen und ich finde es sehr schön, dass die CDU dazu einen Beitrag geleistet hat. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege. Nächste Rednerin in der Debatte, Ekin Deligöz für Bündnis 90.